Inmitten wachsender Sorgen um die Automobilindustrie trifft sich seit heute die internationale Nutzfahrzeugbranche in Hannover. Bei der IAA Transportation stellen mehr als 1650 Aussteller aus 41 Ländern bis zum 22. September ihre Neuheiten vor. Heute zunächst für ein Fachpublikum und Journalisten. Elektro- und Wasserstoffantriebe sind auf der Messe ein Schwerpunkt. Daimler Truck kündigte auf der Messe an, die Produktion seines ersten batterieelektrischen Fernlasters eActros Ende November im deutschen Hauptwerk Wörth zu beginnen. Bisher gebe es 2000 Bestellungen und Absichtserklärungen von Kunden in vierstelliger Höhe, teilte der Lkw-Bauer mit. Wie die deutschen Hersteller bei emissionsfreien Antrieben insgesamt aufgestellt sind, dazu sagte mir Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer heute. Also die deutschen Hersteller bei der IAA, die geben richtig Gas mit dem Elektrofahrzeug, aber auch mit wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen. Es ist schön zu sehen, dass alles, was die Autobauer gemacht haben in den letzten Jahren, jetzt bei der Messe steht, dass marktreif ist. Was fehlt und was kommen muss, sind die Kunden und natürlich die Politik, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen muss. Also was wir sehen ist, dass China sehr stark präsent ist hier. So präsent war China nach meiner Einschätzung noch nie in den letzten Jahren. Die Chinesen zeigen ihre Nutzfahrzeuge. Der chinesische Markt ist hart umkämpft, aber die Chinesen wollen natürlich auch nach Europa gehen. Und die ersten Schritte, die sieht man ganz stark beim batterieelektrischen Auto, aber auch bei Wasserstofffahrzeugen und bei Brennstoffzellen. Also die Chinesen, die sind hier in Hannover und sie sind stark hier. Es ist so, dass die Industrie ihre Hausaufgaben gemacht hat. Es sind viele Millionen dann in die Entwicklung der Fahrzeuge gegangen. Jetzt geht es darum, die Fahrzeuge in den Markt zu bringen, zu verkaufen. Die Fahrzeuge sind deutlich teurer als die klassischen Diesel, die man hat. Das heißt, man muss überlegen, wie man zum Beispiel mit anderen Mautsystemen eine CO2-basierte Maut da Rückenwind gibt. Sonst hat man die Fahrzeuge, aber die Käufer sind nicht da. Und es wurde, was ganz, ganz wichtig ist, die Infrastruktur. Da wissen wir heute sehr, sehr wenig drüber. Nur eine Zahl, heute gibt es in Europa so um die 600 Schnellladesäulen für LKWs. Man braucht, wenn man es wirklich flächendeckend machen will, 35.000. Und jetzt sieht man, wie groß die Aufgaben für die Politik in Brüssel, aber auch in Deutschland sind. Der Chef der italienischen Großbank UniCredit wirbt kurz nach dem Einstieg bei der Commerzbank für eine Übernahme von Deutschlands zweitgrößter Privatbank. Eine Zusammenführung beider Banken könnte zu einem erheblichen Mehrwert für alle Stakeholder führen und würde einen deutlich stärkeren Wettbewerber auf dem deutschen Bankenmarkt schaffen, sagte UniCredit-Chef Orcel dem Handelsblatt. Privatkunden könnten besser unterstützt und der deutsche Mittelstand mit Finanzierungen gestärkt und international umfassender begleitet werden. Zwischen beiden Instituten gäbe es sehr wenige Überschneidungen, so Orcel weiter. Einsparmöglichkeiten gäbe es vor allem bei den Zentralfunktionen. Die Italiener hatten letzte Woche bekannt gegeben, dass sie 9% der Commerzbank-Aktien halten. Und die Übernahmespekulation hatte die Commerzbank-Aktie zuletzt deutlich angeschoben. Heute gab es leichte Gewinnmitnahmen am Ende des Tages. Ein Minus von 0,2% bei der Commerzbank-Aktie. Zum Auftakt der neuen Börsenwoche zeigt sich ein uneinheitliches Bild an den Märkten Deutschland und den USA. Der DAX ist schwächer in die Woche gestartet und schließt im Minus. In der letzten Woche hat der DAX allerdings über 2% zugelegt. Der Dow Jones dagegen legt heute zu und markiert gleich zur Handelseröffnung ein neues Allzeithoch von 41.734 Punkten, aktuell noch ein Plus von 0,2%. Die neue Woche dürfte von der zu erwartenden Zinswende in den USA geprägt sein. Investoren rechnen nach klaren Signalen von Fed-Chef Powell fest damit, dass die US-Notenbank den Schritt nach unten am Mittwochabend wagt. Die Finanzmärkte rätseln aber, ob es die Fed bei einem normalen Zinsschritt von einem Viertelprozentpunkt belässt oder einen doppelt so großen wagt. Dazu begrüße ich den Kapitalmarktstrategen Stefan Risse. Herr Risse, andere große Notenbanken wie die EZB oder die Bank of England haben ja bereits im Sommer die Zinswende vollzogen und inzwischen sogar noch mal nachgelegt. Kommt die US-Notenbank am Mittwoch mit einer Zinssenkung möglicherweise zu spät?
Das ist durchaus denkbar. Ich glaube, was die FED übersieht, ist, wie lange es dauert, bis Zinserhöhungen wirken und auch wie lange es dann dauert, bis Zinssenkungen wirken. Es ist immer mit einer Zeitverzögerung zu rechnen und die ist diesmal möglicherweise noch größer, weil in der langen Phase mit den tiefen Zinsen Schuldner sich länger verschuldet haben, als das üblicherweise der Fall ist. Auch mehr Schulden vielleicht fest gebunden haben an eine Laufzeit und weniger Floating haben, also mit einem variablen Zins versehen. Aber nichtsdestotrotz wird irgendwann die Wirkung der Zinserhöhung, die wir gesehen haben, voll auf die Wirtschaft durchschlagen. Das passiert aber noch nicht. Wir haben aber viele Indikatoren, die eine Rezession in den USA schon seit längerer Zeit voraussagen. Es war auch ganz gut absehbar, dass die Inflationsrate weiter wird runterkommen. Also die FED hätte schon ein bisschen früher zu Werke gehen müssen. Sie hat es nicht getan, weil die aktuelle wirtschaftliche Lage eben immer noch ziemlich gut war. Eine große Frage ist nun, wird es einen kleinen oder einen großen Zinsschritt geben? Am Finanzmarkt sind die Wetten ja zuletzt auch wieder in Richtung großer Schritt von 50 Basispunkten gegangen. Womit rechnen Sie denn? Ich rechne nur mit dem kleinen Schritt. Es werden die übliche Größenordnung, die die FED auch zuletzt gewählt hat. Es gibt jetzt eben zumindest aktuell nicht sichtbar irgendeine Schwäche im Finanzsystem oder bei der Wirtschaft, die man mit einem großen Zinsschritt bekämpfen müsste. Sie hält sich mehr Pulver trocken, wenn sie in Zukunft dann eben mehr Schritte machen kann und damit häufiger die Zinsen senken kann als in einem großen Schritt. Also ich gehe nicht davon aus, dass es die 0,5% werden, zumal die Kernrate der Verbraucherpreise zuletzt zumindest im Monatsvergleich stärker gestiegen ist, als die Erwartungen waren. Denn man darf eins nicht vergessen, die Kernrate der Verbraucherpreise steigt immer noch mit 3,2%. Und das ist eben noch deutlich zu viel. Dass die Verbraucherpreise selber sich Richtung 2% entwickeln, das hat halt damit zu tun, dass momentan die Energiepreise stark fallen. Die rechnet man aus der Kernrate aber eben raus, weil die stark schwanken. Und die Kernrate selber zeigt noch keine völlige Entwarnung, sodass man einen Schritt von 0,5% zumindest aus Sicht der Inflation gehen könnte. Und was bedeutet die Zinswende in den USA dann für die Aussichten an der Wall Street? Naja, wenn es nur zu dem kleinen Schritt kommt, den ich voraussehe, dann werden die Märkte davon überhaupt nicht mehr überrascht sein, eher enttäuscht sein, weil man ja gerade zum Ende der Woche darauf spekuliert hat, dass es ein großer Zinsschritt wird. Man wird dann von weiteren Zinssenkungen ausgehen, aber erstmal ja, ist das dann fait accompli, wie die Franzosen sagen, eine vollendete Tatsache. Also da wird sich so viel Honig nicht draus saugen lassen. Man wird dann in Zukunft wieder auf die Inflationszahlen gucken, um die Geschwindigkeit der Zinssenkungen der Fed vorauszusagen. Aber große Überraschungen sind von dem Schritt der Fed jetzt nicht zu erwarten. Sollte ich mich irren und es wird ein Schritt von 0,5%, dann dürfte es zumindest an dem Abend, wo die Zinsen gesenkt werden, um diese Größenordnung dann doch eine Überraschung sein. Und dann könnten die Kurse auch noch mal anziehen. Aber dann ist es tempi passati und die Börse interessiert sich nicht für das, was in der Vergangenheit liegt, sondern nur das, was in der Zukunft liegt. Und da spielen dann eben die Wirtschafts- und die Inflationsdaten der Zukunft wieder eine Rolle. Sagt Stefan Risse. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Danke.